Hallo beim Rezept der Woche im Peter-Max-Schauraum. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei mir gibt es heute ein ganz traditionelles und klassisches Dessert, und zwar eine Crème Brûlée. Die gab es noch nie und deswegen wird es jetzt endlich mal Zeit. Da oben drauf kommt nämlich brauner Zucker und der wird dann auch abgeflammt. Also freuen wir uns drauf. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Peter-Max, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität. Also es ist auf jeden Fall gut, wenn ihr sowas daheim habt. Aber zuerst einmal zur Creme selber. Die Milch wird aufgekocht. Da kommt jetzt auch Vanillezucker dazu. Hoppla. Sind die Aromaten. Eine Prise Salz. Darf natürlich nicht fehlen. Und diese Sachen gebe ich immer da, diese Gewürze, gerne in die Milch. Weil zum einen löst sich der Zucker gut auf. Und zum anderen entfaltet da sich das ganze Aroma und es bleiben keine Körnchen zurück. Und es ist immer ganz gut, wenn man Milch aufkocht, dass man da gleich die Aromaten dazu gibt. Dann habe ich hier schon die Eier. Wir brauchen 2 ganze Eier und einen Dotter. Also ein Eiklar könnt ihr aufheben. Vielleicht für was anderes, vielleicht für Makarons. Ist immer ganz praktisch, aus den Eiweißresten so Makronen oder sowas zu machen. Ich friere das Eiweiß auch manchmal ein, weil das haltet dann einfach viel länger. Und wenn ich dann nochmal schnell eines brauche ich es mir nur auftauen. Natürlich rate ich da immer dazu, Eier von glücklichen Hühnern zu nehmen. Also Bio-Eier und Freiland, also ja, Freiland Bio. Weil das ist einfach, da hat man ein besseres Gefühl dabei. Also ich zumindest. Mir ist das wichtig, weil es sind Tiere, die uns da Sachen, also Eier abgeben quasi. Und das soll schon einen Wert auch dahinter, also wir sollten einen Wert dahinter sehen. Das ist mir immer ganz wichtig und deswegen kaufe ich halt auch wirklich hochwertige Sachen ein. Und das macht sich bezahlt. Man schmeckt das dann auch im Endprodukt. Also, Bio-Eier. Die werden da jetzt einmal schaumig gerührt. Einfach mit der Hand. Ich muss immer einen Blick aufs Rezept machen. Weil gerade beim Crème Brûlée muss man immer ein bisschen aufpassen. So, der Zucker kommt da dazu, Kristallzucker. Also ich finde ja Crème Brûlée so ein ganz besonderes Dessert. Ich mag das so gern, weil es irgendwie, es ist keine klassische Creme, jetzt in dem Sinn von Creme zum Beispiel, weil keine Ahnung, wie man auf einen Kuchen drauf gibt, sondern es ist halt ein Dessert, ein Creme-Dessert. Und das finde ich jetzt halt immer was anderes noch. Und ich habe da auch meine ofenfesten Förmchen mitgebracht, die liebe ich heiß und habe ich in allen Farben zu Hause. Die sind nämlich wichtig, dass ihr ofenfeste Förmchen nehmt. Ah, die Milch kocht schon. Weil das Ganze kommt ja dann in den Ofen oder in den Dampfgarer, so wie bei mir. Ich gebe es in den Dampfgarer. So, jetzt kommt die heiße Milch dazu. Da ist wirklich Vorsicht geboten, das darf man nur langsam machen, weil sonst haben wir einen Eierspeis. Das will man nicht. Eine Eierspeis mit Vanillegeschmack kann keiner gebrauchen. Also immer so schluckerweise zugeben, dann wieder schnell rühren. So kann man auch die 2 verschiedenen Temperaturen gut angleichen. Das sieht schon sehr gut aus. So. Als Tipp, wenn ihr das zu Hause nachmacht und euch auffällt, dass vielleicht doch das ein oder andere Flankerl drinnen ist, könnt ihr euch ganz leicht helfen, indem ihr das einfach siebt. Ich schaue gerade, ich habe kein einziges Flankerl drinnen, deswegen muss ich das jetzt nicht machen. Aber manchmal kommt das vor, dass dann doch irgendwie ein Flankerl entsteht oder so. Und dann muss man das natürlich sieben. Aber dann geht das recht schnell und dann ist es auch voll unkompliziert und kann nichts passieren. So schnell kann es gehen. Eigentlich glaubt man immer, Crème Brûlée ist immer so was Urschwieriges und das kann nur irgendwie ein Profi-Koch, aber das kann jeder. Also wirklich, es ist nicht schwer, wenn man es mal gemacht hat. Ihr werdet sehen, es ist echt, echt leicht. So, und dann kommt das da jetzt einfach in die Form. Gut aufteilen.
Ich finde solche Formen einfach so super, weil die sind nicht nur hitzebeständig, sondern die kann man sogar einfrieren. Die halten alles aus. Sowas ist immer ganz praktisch, wenn das überall einsetzbar ist. Die kann man eigentlich, ja, im Backhandel bekommt man die eigentlich überall. So, jetzt kommen die guten Stücke in den Dampfgarer. Wenn ihr keinen Dampfgarer habt, gibt es eine andere Möglichkeit, die auch super funktioniert. Ihr nehmt einfach eine Auflaufform zum Beispiel, gebt kochendes Wasser hinein, circa so viel, und dann setzt ihr die Förmchen hinein und schiebt das noch in den normalen Ofen, auch mit 130 Grad. Ich mache das jetzt aber mit 130 Grad im Dampfgarer. Funktioniert genauso, aber da werden sie noch ein bisschen cremiger einfach, ja? Aber wie gesagt, wenn ihr keinen habt, ist es kein Problem. Ihr könnt das natürlich auch einfach in der Schüssel machen mit dem Wasser. Ganz vorsichtig. Und dann stelle ich jetzt auch gleich den Timer. Unsere Cremen brauchen jetzt circa eine halbe Stunde. Hängt jetzt natürlich davon ab, welche Variante ihr gewählt habt. Aber bei uns wird es circa eine halbe Stunde dauern. Ihr erkennt das sehr gut daran, ob die Creme sich noch bewegt, wenn ihr das Blech so ein bisschen hin und her schüttelt oder nicht. Wenn sie sich nicht mehr bewegt, dann ist sie gestockt und ist genau richtig. Also, wir sehen uns gleich wieder. Und fertig sind sie. Frisch aus dem Ofen. Da kommt jetzt noch ein bisschen Zucker drauf und sie werden angeflammt. Und da habe ich jetzt eine interessante Geschichte für euch. Wie auch bei so vielen anderen Desserts kann man nicht genau sagen, wo Creme Brûlée eigentlich entstanden ist. In Spanien gibt es eine ähnliche Creme, die heißt Creme Catalane. In England gibt es die Burnt Cream, das ist auch sehr ähnlich wie die Creme Brûlée. Und in Frankreich natürlich Creme Brûlée. Aber wie ist das Ganze jetzt entstanden? Man weiß es nicht so genau. Man sagt sich aber, ein Gast hat die kalte Creme zurückgeschickt, weil es ihm halt zu kalt war. Und der Koch hat oben braunen Zucker draufgegeben und das Ganze abgeflammt, damit es nochmal schön warm wird. Also man kann sich jetzt einen Teil dazu denken, aber gut, dass es die Creme überhaupt gibt, oder? Und das große Merkmal der Creme Brûlée ist ja das Knacken, wenn man mit dem Löffel durch die Karamellschicht sticht. Und das wird jetzt bei uns auch gleich soweit sein, weil der Zucker ist schon drauf. Und der Flammer ist bereit. Vorsichtig, man sieht, das geht ganz schön schnell. Man muss höllisch aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird. Da kann es noch ein bisschen Zucker vertragen. Da kann man dann einfach wirklich mit der Hand noch ein bisschen was drauf geben und dann nochmal drüber gehen. Raucht ordentlich. Sehr gut. Man hört es noch ein bisschen blubbern. Da muss man wirklich aufpassen, weil das ist sehr heiß, das Karamell. Bitte sehen die nicht wundervoll aus. Also wenn das nicht mal ein ganz besonderes Dessert ist und so klassisch, aber trotzdem so wunderbar. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und ja, lasst es euch schmecken. Und jetzt machen wir die Probe. Es hat geknackt, es hat geknackt. Boah. Mhm. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Petermax, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität.